Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier Zutritt zu diesem Haus haben wir erlangt. Und heute möchte ich mit euch das Haus mal untersuchen. This young lady has a childish interest for her age. Okay. Da habe ich doch gerade auch noch was gesehen, in der Treppe, oder nicht? War da nicht gerade noch was? Nee, anscheinend nicht. Okay. Gosh, what a mansion. Ja, ich meine, unser Anwesen ist auch ziemlich groß, ne? Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben. Oh Gott, ich glaube, das war mal ein Elefantenkopf. Das ist allerdings doch ziemlich eklig, ehrlich gesagt. War hier gerade nicht noch was? Nee, dann habe ich mich verguckt. Wobei diese Maya. Elefantenkopf hier, den finde ich schon ganz cool. Ist das jetzt hier eine Durchgangstür? Ah, das ist die Vordertür. Ja, da wollten wir natürlich gerade nicht durch. Okay, kommen wir wieder zurück. Dann schauen wir mal. Hier können wir jetzt nicht durch. Ich hasse es, wenn hier immer alles zu ist. I can Oh. always recognize the spirit of a true artist. Okay. Hinten war jetzt, glaube ich, nichts, ne? Gehen wir erstmal hoch. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gildon was. Did he kill him? Did he kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gildon. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Okay. Can you tell me what happened from the very start? I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Okay. That is a terrifying experience, Miss Gildon. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gildon. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Haben wir denn schon einen Beweis? Wir haben doch eigentlich nur die Fußspuren und dass er da hingelaufen ist, oder? Die Aussage, tierischer Verdächtiger. Spuren vor dem Schuppen. Keine Ahnung. I don't have any thoughts on this. Okay, dann probieren wir Did einfach you mal. observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Okay. Also ich habe es jetzt so verstanden, wir brauchen einen Beweis, was mit dem Elefanten ist. Aber gut, dann, ja, das I können wir have jetzt nothing to say schlecht. about this. Die I have nothing to say about Aussage. this. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean. Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Okay. Miss Gildon, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother.
I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Oh, das heißt, wir müssen also wirklich den Elefanten jetzt einfangen, bevor sie uns vielleicht einen wertvollen Hinweis liefern kann. A commendable effort to barricade the windows. Ja. Ich glaube nicht, dass sie den Gestank draußen halten wollte. Who's a cute bird? Ja, wer ist ein süßer Vogel? Okay, hier ist noch was. She packed as much as she could carry. False idols, oh, sounds utterly dreary. Hallo, habe ich das jetzt einfach mitgenommen, oder was? Okay. Kann man es hier nicht drehen? Ah, stopp. The same dull poses on all romantic photographs. Ja, da muss ich jetzt leider zustimmen. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. Was? You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass niemand ihn sehen kann. Also wir haben ja schon, beziehungsweise ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich sehr stark davon ausgehe, ich glaube, wir haben da auch mal einen Beweis für gefunden, ich bin mir nicht mehr sicher, dass... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Oh, Moment, da war gerade was. Dass er, ja, nur in meiner Fantasie benutzt, ja. Sollte nicht gleichzeitig lesen und reden. Mr. Gildon spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Ja, wieso nicht? Ich meine, jeder hat sein Hobby. Okay, da haben wir was, da haben wir was. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Ja. Ich habe das alles in drei Büchern zusammengefasst. Ich habe da jetzt nicht so eine riesige Enzyklopädie, aber... Mother. It's nice to see her young and smiling. Nee. So wollte ich nicht. From before Mycroft was born. Our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. Erste Expedition 1800 irgendwas. Okay, vielleicht können wir da noch was im Archiv nachgucken. Ich denke mal, das könnte ein guter Hinweis sein. A relatively functional choice to replace the finger. Ach so. Okay. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? Sag mir bitte nicht. Das wäre. Ich habe so einen Verdacht, aber das wäre echt eklig. I think Miss Gildon has barely matured. Ja, sie machte mir auch nicht gerade den reifsten Eindruck. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Ja, das glaube ich. So, hinten werden wir doch sicher noch was haben. Genau, an beiden Stellen. Was ist das? What's so special about this place? Another elephant? Okay. Moment. A partnership annulled with a single stroke of a pen. T
Hier unten war doch was da. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Ja, Moment. Ich drücke mal erst das Falsche, aber okay. Hat der das jetzt angenommen? Oder soll ich das Foto... Nee, hier kann ich es aber nicht machen, ne? Nee, hier kann ich es nicht machen. Wo sehe ich denn überhaupt, was ich fotografiert habe? Das kann ich gar nicht sehen, oder? Feuermatte, Johns Tagebuch. Eigentlich müsste das ja hier drin sein. Falsche Idole, das ist das Buch. Gegenstände. Ach, das haben wir mitgenommen. Okay. Sammlungen kommen wir nicht rein. Fallmappe, da haben wir... Parfümflasche, eingepackte Habseligkeiten, tierische Verdächtiger, Spuren vor den Schuppen. Ah, nee, das ist die Fotografie. Ja. Dann werden wir es hier wahrscheinlich nirgendwo finden. Also ich hoffe, er hat es jetzt angenommen als Foto. Ich habe da zumindest ein Foto von gemacht. So, der Elefantenflüsterer, Cordona Chronicle 1875. Der 55-jährige wohlhabende Inselbewohner Theodore Gilden erwarb einen indischen Elefanten von einem Wanderzirkus. Mr. Gilden dazu, dies ist eine wunderbare Gelegenheit. Ja, niemanden auf dieser Insel könnte dem Elefanten ein besseres Zuhause geben als ich. Diesen edlen Geschöpf wird es bei mir an nichts fehlen. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Tier gezwungen war, mit Clowns in einem Zelt die gaffende Menge zu unterhalten. Von jetzt an ist der Elefant mein Gefährte, mein zweites Kind, und ich werde ihn beschützen. Aber es gibt keinen Grund, eifersüchtig auf ihn zu sein. Ihr wart und seid und bleibt meine geschätzten Mitbürger. Okay, es hört sich irgendwie, naja. Die Zeit wird zeigen, ob die ganze Sache eine Schnapsidee war oder nicht. Die Aristokraten aus der Nachbarschaft äußerten sich jedenfalls schockiert über diese Neuigkeit, wie auch über das furchteinflößende Getröte dieses Ungetüms. Doch nur ein Elefant. Letzten Endes werden sie allerdings das exzentrische Wesen ihres einflussreichen Nachbarns wohl oder übel erdulden müssen. Nun haben also auch die Reichsten der Reichen auf unserer Insel ein schweres Los, so wie alle anderen. His second child, an apparent son and heir, I'd say. Ja, naja, ich meine, auf der einen Seite, ja, bin ich jetzt nicht negativ dagegenüber eingestellt, wenn man wirklich so ein Tier ein Zuhause bieten möchte. Auf der anderen Seite muss es unbedingt so sein, ne? Looks eccentric and smells eccentric. Ich sag's mal so, ich guck nochmal vorsichtshalber, ob wir hier irgendwas sehen können, aber es scheint nicht so. Ich sag's mal so, ich find's gut, wenn Tiere gerettet werden, aber natürlich nicht, wenn's, ja, im guten Willen passiert, aber letztendlich werden sie dann doch irgendwo angebunden, eingefärcht oder wie auch immer. Wieso ist eigentlich jetzt hier nichts mehr... angeheftet. Bazooka-Trilogie. Will, dass ich die gesamte Bazooka-Trilogie von Wallace de Aurum auftreiben. Den ersten Band fand ich in seinem Zimmer. Dieses schändliche Vergehen am geschriebenen Wort ist unverständlicherweise recht beliebt. Ich schätze, ich kann zumindest versuchen, den Grund dafür zu verstehen. Wir haben aber keine... Finalrennen. Könnten wir vielleicht mal im Archiv gucken. Muss ich mal schauen. Wir haben aber, glaube ich, keinen Stand oder so, wo man Bücher kaufen kann, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir waren noch hier unten. Gartengarderoben. Gartendekorationen. Kunstwerke. Ach, Kunstwerke, genau. Da wollte... Ach nee, das war ja der, der mir nichts verkaufen wollte. Also diese Frau. Kleidungshändler, Moment. Das sieht so nach... Nee, das ist ein Zeitungsstand. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Zeitung... Nee, Buchhandlung. Ah!
Vielleicht finden wir was darüber in der Buchhandlung. Das wäre natürlich cool. Reisen wir mal dahin. So, da muss ich aber natürlich die Fotografie wieder wegmachen und die Trilogie da reinsetzen. Jetzt muss ich vor allen Dingen mal schauen. Genau, das ist in meinen Rücken und dann rechts. Ja, was ist denn mein Rücken? Diese Seite hier, denke ich mal, hoffe ich mal. Hi. Bist du der Buchhandel? Ja, perfekt. Guten Tag, guten Tag. All fresh issues are sold out. Och, ist das jetzt wieder so ein unheimlich... Oh, das ist nicht wahr, oder? So ein Excuse me, just one question. Sorry, but I've never heard of it. Kann man hier hinten rein? Nee, ne? Aber man kann hier hoch. Aber ich kann da nicht rein. Okay. Hätte ja klappen können. Aber der weiß nichts über dieses... All fresh issues are sold out. ...aktuellen Ausgabe. Ach so, der ist gar nicht unfreundlich. Der sagt nur, dass die Bände alle ausverkauft sind. Gut, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie ich gehofft habe. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Das mit dem Elefanten haben wir noch offen. Die Aussage, sie wird mitgenommen. Ja, gut, das liegt jetzt erstmal auf Eis, bevor wir den Elefanten nicht gefunden haben. Und die Sache mit der Fotografie. Da würde ich jetzt sagen, dass wir eventuell noch mal kurz im Archiv nachgucken. Dieser Sieg ist für dich und dich allein. 1879 Finalrennen. Naja, gut, aber ob man da was drüber... Ja, es ist ein... Aber finde ich sowas beim Bürgermeister, weil die hatte ja auch ein Archiv. Oder der Elefantenflüsterer. Okay. Ja, im Polizeiarchiv werde ich da ja nichts drüber finden. Wo war denn das Rathaus jetzt nochmal? Rathaus. Achso, das ging jetzt schnell. So, war das hier der... A contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure. Finden Sie verborgene Schätze. Oje, oje. Wenn ich die jetzt kaufe, habe ich dann jetzt wieder eine neue Quest, die ich dann angenommen habe. Moment, jetzt bin ich hier gerade. Schräg links von mir ist das Rathaus. Also das Gebäude hier müsste das doch sein. Ah ja, hier. Okay. Kann ich mit ihr nochmal reden? Have you found anything helpful? Anscheinend nicht. Okay. Ich glaube, hier war das Archiv, ne? Hast du mich jetzt erschreckt? Mein Gott. Okay. Aber wo? Boah. Trilogie, Parfümflasche. Jetzt, wo ich hier bin... Halte ich das nicht für so eine gute Idee. Also ich denke mal, das geht hier um eine Eheschließung. Zeitraum 19. Jahrhundert auf jeden Fall. Personengruppen. Ja. Bürgeramtsträger. Halb Bürger. Nicht. Die Frage ist, wie ist das jetzt gedacht? Ne, okay, die haben es. Also es ist ja das 19. Jahrhundert, wenn es 1879 ist. Aber vielleicht ist das nicht ganz so richtig programmiert. Man weiß es ja nicht. Also da habe ich jetzt so auch nichts gefunden. Das war jetzt eigentlich so das Letzte, was ich mir jetzt noch überlegt hatte. Das Problem ist, wir müssen diesen dämlichen Elefanten finden. Ach, Moment. Ich kann im Archiv...
Moment, der Zeitungsredaktion nachsehen? Das ist dann nicht beim Bürgermeister. Gibt es da noch ein eigenes? Es handelte sich bei dem Artikel um, ich muss den erstmal hier anheften, um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten auf der ersten Seite vor circa 10 Jahren. Ich schaue trotzdem mal eben hier. Aber das ist ja, das ist halt das Rathausarchiv. Deswegen denke ich mal nicht, dass man hier irgendetwas finden kann. Wirtschaftsjournalist, Tätigkeit. Zeitraum, 19. Jahrhundert. Nehme ich mal an, ich weiß ja nicht, was wir jetzt gerade haben. Personengruppen. Ja, ein Unternehmen ist es ja nicht. Ist ja frei beruflich. Okay, da ist auf jeden Fall nichts. Gut, aber da steht ja auch, dass das das Archiv der Zeitung sein soll. Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo... Also, dass man Zeitungen kaufen kann, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe nirgendwo einen... Das ist die Polizeiwache. Cordona Chronicle. Kann man nicht hin schnell reisen? Wo haben wir denn hier? Da. So, das ist jetzt das Letzte, was ich jetzt definitiv noch probieren werde in dieser Folge. Ob ich da irgendwas rausfinden werde. Hängt Plakate auf? Was? Wie war das ein neuer Hinweis? He's even been putting up posters, poor man. Losing it may be the death of him. Aha. Okay. He's even been putting up posters, poor man. Losing it may be the death of him. Das nicht hiermit, dass ich zuhören konnte? Ah, okay. Musiklehrer? Keine Ahnung. Eines vermissten Gegenstandes. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Nehmen wir mal mit. Um seine Brötchen zu verdienen? Denke ich mal nicht. Verkauf von Antiquitäten? Glaube ich nicht, aber Geige vor kurzem gestohlen. Ja, okay. Musiklehrer, Geige. Okay. Bruder war in London. Könnte vielleicht gut sein. Letztes Jahr ausgeraubt. Okay, nicht. Ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt einen neuen Fall? Nee, oder? He's even been putting up posters, poor man. Aber ich sehe hier keinen... Über wen reden die denn hier? Also es geht anscheinend um Musiklehrer. So, Bruder war in London. Ist anscheinend nicht letztes Jahr... Nee, Zentrum? Weiß ich nicht. Um seine Brötchen zu verdienen, nicht. Geige vor kurzem gestohlen. Antiquitäten war nicht, aber Musiklehrer... So, verzweifelter Musiker. Ein Musiklehrer aus der Gegend hat im Zentrum von Scaladio in direkter Umgebung der St. Clemens-Kathedrale Plakate aufgehängt und bittet um Hinweise hinsichtlich seiner gestohlenen Geige. Mhm. Ah, okay. Dann haben wir einen neuen Fall, um den wir uns jetzt aber nicht kümmern werden. Aber bevor man nicht mehr weiß, wo man die annehmen kann, ist es natürlich ganz gut, die immer wieder mitzunehmen. So... Dann schauen wir mal. Wo wollten wir jetzt hin? Zu dieser Zeitungsredaktion, ne? Entschuldigung, ich muss hier durch. Können Sie mal irgendwie zur Seite gehen? Also ehrlich, das ist doch blöd, Mann. Das hier? Gordon Chronicle. Ja, perfekt. Okay. Guten Tag, die Dame. Ich müsste mal ihr Archiv benutzen. Who is Cordona's handsome stranger? Or... Nosebagger spurns local life. Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. Care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, derring-do, romance...
These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle, advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Okay, aber zumindest hat sie bestätigt, dass wir das Archiv benutzen können. Das ist hier. Da können wir nicht rein. Wir können mit den Leuten reden. Ah, Moment. Das sieht mir doch sehr nach einem Archiv aus. Sehr schön. Was sollte ich da jetzt nochmal? Bericht eines... Okay. Aktuelles... Ich kann da mal Archiv nachsehen. Das war das erste Mal... Ein alter Zeitungsartikel. Heißt das altes Archiv? Keine Ahnung. Nehmen wir mal erstmal Personengruppen, Journalisten. Und Rubrik, ein Artikel. Es ist ein Wirtschaftsjournalist gewesen. Tja... Normaler Artikel, würde ich jetzt sagen. Ne? Der Rest, der haut ja nicht hin. Okay, nicht. Aus unserer Kindheit. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass das ein anderer Zeitraum sein soll. Ich weiß ja nicht, was altes Archiv bedeutet. Ah! Der Herrscher der Tierwelt. Der Herrscher der Tierwelt von Dr. Ian Menzies. Nur wenige Menschen können von sich behaupten, das seltsamste und zugleich wunderbarste Geschöpf auf diesem Planeten mit eigenen Augen gesehen zu haben. Den Elefanten. Diese ehrfurchtgebietende und doch erstaunlich friedfertige Kreatur, die als das größte Landtier auf der Erde gilt, zieht jeden mit ihrer Größe, Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit in den Bann. Elefanten sind, wie auch wir Menschen, Säugetiere und stammen ursprünglich aus Asien und Afrika. Auch wenn ausgewachsene Männchen auf einen Bein und Fußdurchmesser von 18 bis 25 Zoll kommen, sind Elefanten überraschend beweglich und können besonders unter Zuhilfenahme ihres flexiblen Rüssels eine erstaunliche Gelenkigkeit an den Tag legen. Die grauen Riesen hegen eine starke emotionale Verbindung mit ihren Lieben. Einige Forscher konnten sogar Anzeichen von Trauer oder Freude dokumentieren. So stellt sich womöglich nicht die Frage, wie sehr Elefanten uns Menschen ähnlich sind, sondern wie sehr wir Menschen den Elefanten ähnlich sind. That's the article. Feeling old already? Warum soll ich mich alt fühlen? Hallo? I'll be right here. Ja, das ist ja toll. Nett, danke. Haben wir denn irgendwas Neues jetzt? Also Seite an Seite, das ist jetzt dieser Musiker. Nee, das ist die Trilogie, Fotografie. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä, ist das jetzt weg? Nee, hier. Nee, tierischer Verdächtiger. Johns Tagebuch, ist es da gespeichert? Achso, hier, Herrscher der Tierwelt. Ja, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das bringt mir doch jetzt nicht allzu viel. Ich weiß nicht, was es mit der Trilogie auf sich hat, aber ich denke mal, das ist eher sowas, was nebenbei passieren soll. Also was ich nebenbei lösen soll oder wie auch immer. Das Leben eines Elefanten, das haben wir gerade gemacht. Ich fand den Artikel, John hatte recht, er enthält nützliche Informationen über das Leben der Elefanten. Ja, aber bringt uns das jetzt was? Also ich finde, das bringt mir jetzt nicht allzu viel.
Ich weiß auch nicht, was mit der Fotografie ist, ob die uns irgendwie weiterhilft. Ja, ich sehe nur, das ist jetzt abgeschlossen. Aber mit einem Blick auf die Uhr, wir haben nämlich schon wieder sehr, sehr lange gemacht heute, würde ich sagen, dass wir erstmal diese Episode beenden. Und dann, ja, muss ich erstmal überlegen, was ich jetzt überhaupt noch machen soll. Also wir sollen den Elefanten finden, so viel ist klar. Aber so wirklich aufschlussreich war dieser Artikel über den Elefanten, fand ich persönlich jetzt nicht. Ich lese mir den gleich offline nochmal in Ruhe durch, ob ich vielleicht doch einen Hinweis darin finden kann, wo ich eventuell als nächstes suchen sollte. Es wurde ja auch ein Name erwähnt von demjenigen, der sich damit befasst hat. Vielleicht könnten wir da weiter ansetzen, dass wir über den was herausfinden. Ja, vielleicht hier in diesem Zeitungsarchiv mal schauen. Ich lese es mir auf jeden Fall nochmal genau durch und dann sehen wir in der nächsten Folge weiter, wie wir weitermachen. Ich denke mal, es wird eher so in die Richtung gehen, der das geschrieben hat, beziehungsweise vielleicht einen Hinweis, worüber er geschrieben hat. Mal schauen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.